Und ja, willkommen zu einer weiteren Runde. Ah, immer dieses Bewerten, ey. So, das ist jetzt nämlich auch neu, wenn man nicht online ist. Er gesagt, nicht fährt. Dann macht das irgendwie eine Crew. Nettes Future. Ja, und wir gehen in den Story-Modus. Wir müssen nur noch drei Rennen besiegen. Tunnel and Track. Ich lasse die Text immer ein bisschen länger stehen, weil es blendet doch sehr hell auf. Jetzt habe ich aber nichts gemacht. So, wir haben unsere Karre immer noch hochgetunt. Ja, das kommt davon, wenn man mal MO ist und man hat nichts Besseres zu tun. Wobei ich eigentlich sagen muss, ich habe das Handy mir nicht gekauft, um das zu spielen. Nur mir ist halt aufgefallen, es hat noch keiner gezeigt. Also Let's Play-mäßig. Normalerweise ist es eigentlich auch Schwachsinn, Handyspiele zu Let's Playen, aber ey, die erzählen auch ihr eigenes Story. Und vielleicht kauft der eine oder andere sich das Spiel. Er gesagt, das Spiel ist kostenlos. Vielleicht mag der eine das oder naja. Muss erstmal warm werden mit dem Spiel. So, das eine Rennen geschafft. Nur noch eins. So, und wieder Twift. Oh. Ja, wir wissen ja, das kriegt man so ganz und gar nicht hin. Oh. Das können wir gleich nochmal neu machen. Da habe ich zu früh drauf gedrückt. Ja. Hier muss man schon wirklich. Das geht noch. Oh, ich bin zu schlecht. Aber wir haben es wieder geschafft. Das ist das alles, was zählt. Das ist auch schön, dass hier mit Originalpersonen ja, gespielt wird. Na komm. Und Geldraub. 80.000 habe ich jetzt gelesen, oder? So, mal gucken, ob wir das gut hinbekommen. Ich habe drauf gedrückt, aber er hat nicht gestartet. Ich habe drauf gedrückt, aber ja, ab und zu. Das Problem hatte ich jetzt schon seit längerem mal kurz gehabt. So, wir geben Nitro. Im dritten Gang ist es am besten. Oh, das könnte böse enden. Ah, Reifen kaputt gefahren. Shit. Das war nix. Und wir haben nur noch einen Versuch. Oh. Und go. Go. Ja, das Problem ist über die. Sehr schön, Boost.
spät geschaltet. Und wir sind durch. Boah. Ja. Ich hab's gesehen. Ah ne, 60.000. Sehr schön. Stellt sich auch nochmal scharf. Emmy, ja, das blendet Emmy ein bisschen. So. Und wir hätten zum Beispiel eine Herausforderung. Ja, aber es kostet echt Geld. Nein. Egal. Ja. Das Problem ist, das kostet glaube ich 2 Euro. Und wir werden eh nicht ankommen. Das ist wieder nur, das finde ich Emmy Geldmacherei. Sorry, Leute. Ja. Wir werden es eh vergeigen. Aber wenn ihr genug Geld habt, dann könnt ihr das auch gerne machen. Weil, ich sag mal, für ein virtuelles Fahrzeug 2 Euro auszugeben. Leute, ich habe schon was Besseres gesehen. Klar ist es kostenlos. Man muss aber mal bedenken, zum Beispiel die ganzen Goldeinheiten. 90 Euro. Leute, macht den Schiss woanders drauf. Auch wenn das Spiel ziemlich gut ist, muss ich sagen, ja, und wir haben neue Fahrzeuge. Das ist reine Abzocke. Klar, die wollen auch verdienen, habe ich ja auch Verständnis, aber man kann es auch mit etwas übertreiben. So, wir nehmen natürlich, ich hatte mir schon einen Wagen ausgesucht, und zwar den RSX. Genau. Bisschen an Underground schweifen. Und dann werde ich mit dem vielleicht auch erstmal ein bisschen Geld sammeln. Bis zum nächsten. Das war dann wieder. Werden wir vielleicht auch noch die anderen Fahrzeuge alle holen. So. Und wir haben den Acura. Sehr schön. So, wie sieht. Komm. Wie sieht das dritte Gebiet aus? Oh, alles schwer, ey, ich sehe wahnsinnig. Ja, das war ja klar. Aber wir machen kurz mal zurück, denn wir haben nämlich diesen Wagen. Wir fahren. Ey, komm. Wir wollen ja natürlich auch hier die Tabellen fertig haben. Na? Und ja, das wird das letzte Rennen in dieser Tabelle. Das wird kein Problem. Das sind halt diese Track-Tabellen und Drift. Immer wenn die Bilder auftauchen, halte ich es an. Weil das andere zeige ich vor, weil wir haben ja nur 6 Einheiten. Das wird ein bisschen sonst zäh. Yes. Danke. Geld können wir mal gebrauchen. So, wir gehen natürlich wieder auf Wagenklasse 3 und werden mal optisches Tuning werde ich gleich
vornehmen. Aber ich wollte euch noch was zeigen, und zwar gibt es hier, das habe ich euch jetzt mal gezeigt, da kann man Geld oder auch Gold. Warum das was Abzocke ist, man konnte ein Auto kriegen, so ein Muster, 500 Goldeinheiten, Leute, das seid ihr aber auch 250 Euro los. Für ein Auto, die haben einen Knall, haben die. Ja. Und zwar werde ich mir stylisch machen, denn wir haben nämlich... Ja, das haben wir bekommen. Ein Gratis aus DJs Bonuskisten. Und zwar können wir jetzt ein Vinyl dran hauen. Was auch Gold kosten würde. Mal gucken, was am meisten kostet. Nicht schön. 262. Weil die könnten wir sonst nämlich eigentlich kaufen, sonst hätte man nämlich nur die. Um pro Bonusrennen ein bisschen mehr zu bekommen, schon nicht schlecht. Ja, ich suche mir ein Vinyl später aus und dann sehen wir uns irgendwann wieder. Ne? Bis denn.